So, Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe ein bisschen was von Ultimate Garter. Ich habe von Ultimate Garter ein bisschen was gesammelt in letzter Zeit. Ich habe leider aktuell, kriege ich von denen keine Komplettsets von irgendwas, weshalb ich zum Beispiel von denen nur einen habe, den ich auf einem Turnier gewonnen habe, beziehungsweise beim Underground bei Eldim Highlander. Den habe ich auf einem Turnier in, ich weiß nicht mehr wo, gewonnen. Das ist ganz viel. Ich habe das gewonnen oder mein Local Game Store hat es mir zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel diese Limited Boulder Sachen. Dementsprechend ist es halt jetzt keine einheitliche Sache. Ich zeige euch einfach ein paar Deckboxen und Boulder. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Das ist kein richtiges Review, wie ich sie sonst mache, weil es gibt dazu nicht viel zu sagen. Wir haben neue Boulder in verschiedensten Farben. Und zwar sind die unten her immer solid, obenher immer etwas durchscheint. Das sind die Synergy Boulder. Gibt es in verschiedenen Farbkombinationen für die verschiedenen Gilden zum Beispiel. Oder wenn ihr ein anderes Kartenspiel spielt für eure anderen Farben. Oder auch für hier, Lorcana oder so. Bestimmt großartig. Stimmt. Dann, was haben wir denn noch? Wir haben die Sidewinder Synergy. Das sind sozusagen die kleinen Brüder hiervon. Auch hiervon habe ich lustigerweise den rot-schwarzen. Nice. Da habt ihr an den Seiten immer die Farben. Da gibt es auch zum Beispiel auch welche mit weiß und blau oder blau und weiß. Auch das variiert. Also ihr könnt auch einen roten mit schwarz seitlich haben, soweit ich mich erinnere und es richtig gesehen habe. Ja. Die sind... Oh, da ist gar kein Lithium-Pack drin. Spannend. Ja, die sind auch innen drin in dem Rot und teilweise halt im Schwarz, sind halt zweifarbige Boulder. Zweifarbige Sidewinder. Was soll ich dazu sagen? Es ist aktuell, kommen neue Farben raus. Gut, gucken wir weiter. Boulder 133er. Die habe ich damals schon gesehen, als ich bei Ultimate Guard sein durfte und als einer der ersten tatsächlich in diese Fabrik reinfilmen durfte, wo die Boulder hergestellt wurden. Und da wurden die gerade produziert und ich durfte mit der Kamera nicht draufhalten. Logischerweise. Weil damals haben alle nachgeschrien. Alle haben gesagt, wann kommen 133er Boulder? Und naja, auch unter meinem Video darunter stand, warum hast du sie nicht gefragt, wann 133er Boulder kam? Und ich dachte mir so, ich darf euch nichts sagen, du dai. Genau, wir haben ja hier mit diesem Return to Earth. Ich glaube, es gibt die auch nur in Return to Earth. Ich glaube, ich habe die im Normalen noch nicht gesehen. Gucken, ob ich die irgendwie aus dieser Verpackung bekomme, ohne diese Verpackung komplett zu zerstören. Sekunde. Hat auch gar nicht lange gedauert. Genau, das sind Return to Earth Boulder. Die sind sehr, also 133er, die sind sehr viel länger, logischerweise, und wirken deshalb sehr bulky und sehr riesig, weil sie sind halt nicht so schön viereckig, sag ich mal. Sie sind also quadratisch, sondern sie sind halt so längs. Und, oh, okay, die sind auch echt schwieriger aufzumachen. Und riechen ein bisschen anders. Aber kommen aus derselben Firma. Haben hier, was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Da steht drauf, wann die produziert wurden, glaube ich. 11A, was auch immer 11A bedeutet. Und hier habe ich, da ist übrigens das Ultimate Guard Zeichen drin, was ich sehr cool finde, weil es nicht mehr oben drauf ist. Also hier ist es unten drunter und hier ist es hier reingestanzt. Und hier haben wir eine 12A. Ich muss mal gucken, ob ich bei den anderen auch so ein Ding drin gesehen habe. Ich meine nämlich nicht. Spannend. Ja, auf jeden Fall, das sind 133er Boulder. Die sind wirklich, wirklich schwierig aufzumachen für mich. Aber da passen auf jeden Fall eure double gesleeveden Commander oder eure Token-Commander mit 30.000 Tokens endlich rein. Dementsprechend wahrscheinlich ganz cool für Commander-Spieler, für alle anderen wahrscheinlich eher nicht so. Es sei denn, ihr spielt Triple Sleeve. Triple Sleeve Legacy-Spieler. Hier ist eure Deckbox. Genau, sonst, was haben wir noch? Genau, den ich bei Eldim Highlander gewonnen habe. Sidewinder in farbig. Gibt es zwei weitere Farben. Ich finde das Blau-Schwarz richtig schön. Und das andere ist so ein Grün und das ist eben das Gelb. Das ist die Exclusive Series tatsächlich von 2023. Wie gesagt,
Die gibt's. Ich durfte bisher alle Exclusive Series machen. Ich habe mehrfach angefragt, ob ich die anderen beiden Farben auch kriege. Ich habe es leider nicht bekommen. Dementsprechend kann ich euch nur die zeigen. Aber hier seht ihr auch die 2023 Exclusive Series mit bedruckt. Ich finde das ganz cool. Es wirkt so, als wäre das ein bisschen glatter wie die normalen Oberflächen, also die normalen Xeno-Skins. Also manche Leute haben sich ja darüber beschwert, dass hier tatsächlich das ein bisschen gummiartig ist. Das wirkt wahrscheinlich durch die Bedruckung ein bisschen glatter hier tatsächlich. Aber ansonsten auch hier gar kein Problem. Die Nähte sind Standardnähte und ja, ist halt bedruckt. Wenn ihr die Farben schön findet, wenn ihr davon Motiv schön findet, gönnt euch. Ist ganz cool, dürfte wahrscheinlich auf den meisten noch da sein. Auf den meisten Stores müssten die bestimmt noch irgendwie rumstehen haben. So, da steht noch Thanks for Purchase. Yes. Und dann haben wir noch, die kommen demnächst auch irgendwo zu kaufen, habe ich gesehen, auf dem Store. Tatsächlich. Dann dachte ich mir, finde ich ein bisschen schade. Weil das sind tatsächlich Return to Earth Boulder in Farben. Und zwar in Farben, die man sonst nicht so bekommt. Anscheinend. Oder es ist eine Zusammenstellung aus allen Farben. Wir können das gleich mal testen. Wir können gleich mal reingucken. Wir haben ein Weiß. Das ist nicht dieses bekannte Müsli, was ich mal gezeigt habe, als einer der ersten Return-to-Earth-Sachen. Aber hier dieses leicht nach innen gehende, der 100er Return-to-Earth ist leider so ein bisschen normal. Das ist ein Weiß. Das ist nicht das normale Müsli-Farbene, wie ich es genannt habe. Dann haben wir ein Blau, was kein richtiges Blau ist, sondern eher so ein ja Türkis, was ich wirklich, wirklich hübsch finde. Ich muss das einfach machen. Wenn man guckt, Blau ist ja eher so von es ist kein Blau. Es ist kein Blau. Glaub mir, aber es ist kein Blau. Und dann haben wir ein, ich weiß gar nicht, ist es Orange oder Rot? Ein dunkles Orange. Es ist nicht das normale Orange, glaube ich. Es ist ein sehr dunkles Orange. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut, tatsächlich. Ja, das sind so neue Dinge von Ultimate Guard, wie ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht, was aktuell noch Neues kommt. Ich muss da mal nachfragen. Aber das sind so ein paar Sachen, die ich irgendwo gewonnen, gefunden oder gespendet bekommen habe. Vielen Dank nochmal an die noblen Spender und an meine Gegner, dass ich die Chance hatte, gegen euch zu spielen und dieses Ding hier zu gewinnen. Dementsprechend war das sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank an irgendwen, der mir Glück gebracht hat. Und ja, vielleicht ist was für euch dabei. Ich dachte, ich zeige euch die ganzen Sachen mal. Wie gesagt, Tests zu fast allem davon habe ich online. Das heißt, ihr könnt Return to Earth Boulder Tests von mir haben. Sidewinder Tests habe ich auch zu Genüge. Und normale Boulder Tests habe ich auch. Hieran ist nichts anderes, nur die Farbe. Aber die Farbe macht es vielleicht für manche Leute aus. Dementsprechend wollte ich sie euch mal zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Den ganzen Video abonnieren, mich abonnieren. Das wäre großartig. Und wenn ihr darüber hinaus Video unterstützen wollt, ich habe auch Patreon. Auf Patreon hilft mir oftmals, solche Videos zu machen. Gerade solche Videos wie diese Videos sind ein bisschen teurer manchmal. Hier hatte ich jetzt ein bisschen Glück. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die 2023er-Reihe, wenn die sagt, hey Blackie, zeigt uns die doch mal, die anderen beiden auch noch, dann würde ich versuchen, die anderen beiden noch zu kaufen und euch die auch zu zeigen von der Farbe her und so weiter und so fort und die vielleicht ein bisschen zu vergleichen. Aber das kostet Geld. Und Geld wächst nicht auf Bäumen, auch für jemanden wie mich nicht. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an alle meine Patrons, die mich da unterstützen. Nur dank euch sind viele meiner Videos überhaupt möglich. Und ja, deshalb vielen, vielen Dank an euch. Jedem, der es nicht kann oder sonst was, seid bitte nicht traurig, seid nicht böse. Jedem, der es macht und es mag und es kann und sonst was, schaut mal nach. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Ansonsten, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.